Ja, auf meine. Es ist 5:05, es ist entsetzlich. Wir wollen auch jetzt von der Lach- und Schießgesellschaft Abschied nehmen, aber Sie haben mir versprochen, der Dieter hat das versprochen, hat dazu seine Freunde gebeten, Sie wollen das tun mit einem Klassiker, der unendlich vielen und herrlichen Sketche, die Sie damals in der Heimhauser Straße gespielt haben. Und da haben Sie sich entschieden für einen, der heißt Ballade für eine Brotmaschine und eine Hundepfeife. Und wenn ihr so lieb sein wollt, mal darüber an eure Mikrofone zu gehen, wer immer da mitwirkt, dann sage ich in der Zwischenzeit noch, ja? Ist schon soweit. Ja, ja. Nein, ihr kommt ja dann wieder zurück. Ja, ja. Das ist keine Verabschiedung, um Gottes Willen, nein. Ich habe dann schon noch ein paar Fragen. Und damit die Herren sich jetzt auch in aller Ruhe umziehen können, muss ich dazu sagen, was heißt muss, darf ich dazu sagen, von wem sie begleitet werden, nämlich von Christoph Pauli, der immer hin und her schwankt zwischen dem Dieter und ihn begleitet und dem Werner Schneider, dessen ständiger Begleiter er ist. Und der zweite, der dabei ist, der ist Ihnen inzwischen auch schon aufgefallen wahrscheinlich, das ist der Michael Well. Und der Michael Well ist eines der Mitglieder dieser sagenhaften Biermöselblasen, die mit immer schönerer Musik und immer stärkeren und frecheren Texten die Leute begeistern. Genauso wie jetzt die drei mit ihrer Ballade für Brotmaschine und Hundepfeife. Sie hören die Ballade täglich Mittwoch außer Donnerstag. Eine Ballade für Brotmaschine und Hundepfeife. Es geschah in einem Lande, das keinen Landesnamen hatte. Was daran lag, dass keiner wusste, dass man sowas haben musste. Du hast schon wieder F gespielt. Statt Fiss. Das ist eine Hundepfeife. Da kannst du gar nicht hören, was ich spiele. Du hast aber F gespielt. Stimmt's? Woran hast du das gemerkt? An meiner Brotmaschine. Es gab eine Disharmonie. Entschuldige. Es geschah an einem Donnerstag, was besonders an dem Zufall lag, dass der Mittwoch grad vorbei war und der Freitag noch nicht frei war. Jetzt hast du aber falsch gespielt. Das gibt's ja überhaupt gar nicht, weil ich, und ich war ja auf dem Konservatorium. Vielleicht ist dein Instrument verstimmt. Gib mal ein A. Stimmt. Ist verstimmt. Hat meine Frau sie wieder mitgenommen in die Küche. Stell dir vor, sie hält das für ein Küchengerät. Weiber. In allen Ländern, die man gar nicht aufzählen mag, war gerade an diesem Tage Donnerstag. Man wusste in Sydney, London, Moskau, Weimar, dass es ein Donnerstag im Mai war. Du spielst immer Staccato und in den Noten steht Adagio. Zeig mal her. Das ist ja vom ganz anderen Komponisten. Ich hab immer gedacht, wir sind ein Duett. Das geht ja nicht. Warum denn nicht? Dazu sind wir ja zu wenig.
dem schönen Donnerstag im Mai. Da war der Mittwoch grad zu Recht vorbei. Nur ein Gedanke war noch da, was tat er? Der fuhr durch unseren Landespfad. Der. Hab ich die Macht in diesem Land in den Händen? Es sei denn, dass wir was in deinem Kopfe finden. Bin ich der erste Mann im Staate, sprich? Es ist uns ganz egal, der zweite ist genauso schlecht. Wohlan, ich will euch meine Macht beweisen. In meinem Land ist heute Mittwoch, weil ich's mag. Das geht ja nicht, heute ist Donnerstag. In diesem Land ist heute Mittwoch, wenn ich sag. Und ab sofort waren alle Brüder und auch Schwestern, ob sie es wollten oder nicht, von gestern. Erstaunlich war, obwohl's Vernunft und Logik nicht erlaubten, dass sie es nach und nach auch wirklich glaubten. Es ließ das Volk sich mühelos verkohlen. Es war zwar... Es war zwar gerade Donnerstag, doch Mittwoch war befohlen. Im Radio klang es glaubhaft souverän, wir haben heute Mittwoch den. Auf allen Zeitungsköpfen war zu lesen, der Dienstag gestern wäre höchst ereignisreich gewesen. Es gab zwar hier und da noch Querulanten, die diesen Mittwoch Donnerstag benannten. Doch solche Leute wird es immer geben, die stur an einem falschen Tage leben. Und die Moral von der Geschichte? Ganz so absurd ist die Geschichte nicht. Sie schwören sicher Stein und Bein, dies Land kann doch nur Deutschland sein. Die Antwort ist nicht richtig. Nein! Wie lautet sie? Muss Deutschland sein. Musik.